In einem Land, in dem Milch und Honig dir die Augen abschließen. Das ist Abschluss. Ich bin nur meiner, verdammte Scheiße. Ich mach ein Bilderbuch. Bist du mit den Tränen alter Menschen, die Früchte und das Feuer deiner Jugend in einem Lande, in ich fange mal mit der ersten Frage, ich brauche mir ein bisschen Pause. Ja, welche sind die aktuellen Bilderbucher Lieblingssongs der einzelnen Bandmitglieder? Inklusive Gründen. Ja, ich finde ein Gründer ist ganz lustig. Ja, stimmt, das ist ein. Das ist der Opener, ja. Und La Voce della Luna. Ja, ich würde gerne die Antworten. Also die Begründung ist. Das ist lässig, weil da spiele ich keine Gitarre und da können wir was anderes machen als den Rest vom ganzen Konzert. Da kann ich nur Shaker spielen. Ich kann nur Shaker spielen, ein bisschen tanzen und so. Das macht mir Spaß. Und vor allem ist die Nummer ein bisschen anders. Kannst du nicht meine Antwort jetzt nehmen? Warum kann ich die Antwort nehmen? Ich kann doch genau die gleiche Zum Glück muss ich eigentlich nie interviewen. Du kannst nicht ein Punkt für uns jetzt noch. Ich hab's nicht gemacht, wenn ich Jazz solo. Okay. Echt, wirklich Jazz solo eine von den Musikern. Flammen wären ziemlich super, weil das so ein bisschen psychedelic. Ich finde Satisfaction ein bisschen. Aber Satisfaction hat dafür vollkommen recht. Das sind einer unserer besten Folgen. Das muss ich nicht, den spielen wir leider so selten. Ich spiele meistens immer weiter, weil ich so weit hinten bin bei meiner. Das ist die Mama. Welche österreichischen Bands könnt ihr guten Gewissens weiterempfehlen? Warum? Ah, da gibt's so viel. Wollen wir gleich gar nicht anfangen. Nächste Frage? Nein, absolut. Österreichische Band ist Naked Lunch. Mhm. Ich habe vor kurzem live gesehen, in der Arena. Das war echt super. Ein volles gutes Konzert. Und irgendwie anders wie andere Bands. Es gibt so eine Band, die ich recht mag aus Österreich. Also es gibt ja mehrere. Die österreichische Musikszene ist in letzter Zeit sehr am Brot. Ja. Also da ist was im Entstehen. Ich weiß nicht, ob ihr die Bands kennt, das ist nur ein ziemlicher Geheimtipp, die heißt Nintendos. Die waren doch schon mal bei. Mir kommt das bekannt vor, mein Mitbewohner redet immer, dass das so eine Band ist. Genau, genau. Ich überlege nur ein bisschen, okay? Er sagt schon, wenn die Kamera aus. Ich weiß nicht, nur zarte Sachen, Mike, das ist ja Wahnsinn mit dir. Ganz ehrlich, würde ich die Beth Angels nehmen. Die sind ziemlich cool, gell? Sag ich als Geheimtipp. Genau. Wir haben jetzt gerade angefangen zu spielen. Kreisky ist lässig und Japanik ist lässig. Ist sowieso lässig. Garish ist lässig. Travel Over Tokyo, wenn man den aus Österreich schon nehmen soll. Gibt es einige lässige Typen. Atomic Stereo. Die sind auch lässig. Lässig sind die Destroy Munich sind lässig. Und es gibt so viel lässig. Es gibt so viel lässig. Die Velojet sind lässig. Velojet. Fette Hits. Fettes Brot. Moneyboy. Moneyboy auch von der Hip-Hop-Front. Gibt es irgendwelche Grazer Bands, die man weiterempfehlen kann? Estegas. Ja, ja. Der Gitarrist von Estegas hat doch gerade so ein Solo-Projekt. Sadomaso. Ich werde dann leider noch. Perché siete transformare in Italiener? Rispondete a questa domanda in italiano, per favore. Ah, sì, vorrei sapere quali ci sono per Roma. Si muove nelle case delle... Italiani. Sì, italiano. Na super, io sono solo turista. Alessandro Del Piero. Ferrari, Gianluigi Buffon. Was steht denn da ungefähr wirklich jetzt? Da steht drauf. Warum singt sie Italienisch? Ach so, ja. Also, wir haben ja mal geschrieben, dass wir. Warum seid ihr genau informiert? Ah, in Italiener, das ist sau witzig. Das haben wir mal geschrieben. Ja, das hat sie wirklich geschrieben, das ist Das ist sau witzig, das ist echt cool, dass ihr das. Und sie fragen uns eben, warum wir uns in Italiener verwandelt haben. Das warum? Durch das. Ja, durch das
ganze Urlaub machen. Du musst immer jung sein. Das kann ich jetzt nicht in Italienisch. Ich finde es auch voll okay. Ich finde es ziemlich peinlich. Dann sagst du in Italienisch. Si, ich werde es übersetzen. Ja, nein, wir haben uns da hin entwickelt, weil wir das halt verbunden haben mit unserer Kindheit und das irgendwie das Idyll war Italien. Und aus dem Idyll ist irgendwie dann ein zwielichtiges Idyll, wenn man rückblickend einmal überlegt, was man da eigentlich alles wirklich erlebt hat. Man ist da hingefahren, die Eltern haben gestritten und das war irgendwie der einzige Urlaub, da sind wir mit dem Auto hingefahren. Und das ist außerdem ein schönes Klischee für alle Österreicher, dass Italien fahren ins Nachbarland, Pesolo zum Beispiel. Zumindest so wie wir es in unserer Generation. Genau, so wie es wir zumindest in unserer Generation. Da waren noch nicht so Billigflüge angesagt, da ist man eher dann einmal runtergefahren. Heute fahren wir ja nach Kroatien. Nimmer nach Italien. Ja, der eigentlich fliegt man gerne in Karibik, oder? Weil es ja nichts mehr kostet. Karibische Träume. Ja, der Kreis schließt sich. Uns geht es praktisch nur um Urlaub eigentlich. Ja. Das war die Text hört. Die Witterung verloren. Ah, der Hund. Nein, das hat nichts mit dem Hund zu tun. Der Hund hat eine gute Witterung. Ein bisschen ja, aber es ist kein Hund. Es geht eigentlich mehr darum. Schaut, es ist ein Stinktier, das die Witterung verloren hat und das feiert. Also das dirbt dir die Nase. Deswegen feiert er. Wie soll man erkennen, dass es ein Stink ist? Das kann eben so gut sein. Dazu zuschreiben. Ein frecher Mann auf vier Beinen seid. Was lausige Ohren hat. Stinktier Maurice. Meine Frage lautet, die beste österreichische Location, A als Band, Fragezeichen, ja, B als das ist ganz klar, das ist das BPC in Graz. Ja, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, das ist ziemlich geil, da müssen wir hin. Ich war da jetzt einmal. Da gibt's so extrem, meistens haben wir da so coole Interviews. Genau, schon ein paar Mal gehabt. Und sie geben die Bands Stifte, damit sie dann in einer Referei sind. Zwischen dem Soundcheck und dem Auftritt ein bisschen meinert. Ja. Aber es ist vielleicht echt eine gute Beschäftigung. Genau, das sollte man sich im Rider schreiben. Sonst würden wir uns überprüfen. Wenn wir nicht meinern, dann auch. Es gibt nur mehr. Schlossberg oder so. Ich hasse Schlossberg. Das heißt dann Feum. Die eine Höhle da. Also müssen wir jetzt Postgarage. Schleimen oder was? Ja, ich habe das bei Kreisky gesehen und bei Nintendo, dass die auch geschleimt haben. Die haben auch geschleimt? Die haben Graz gesagt, dass das die lässigere Stadt ist. Obwohl Wien eindeutig lässigere Stadt ist. Nur leider kann man nicht sofort in Wien Graz, ins BPC zum Beispiel. Graz ist das Ziel, wo es so beschaulich ist. Genau. Da wird man ja recht, wenn wir durchgefahren sind. Feste Stadt ist das. Ich kann mich nicht erinnern, was du eigentlich wirklich gesagt hast. Ja, das war eine Sache Kreuz. Ich hab gesagt, es ist eine feste Stadt. Das ist aus Baden. Der ist wirklich gut, der. Ja, das war verdammt witzig. Meinst du, es ist so schier geworden, Alter? Ah, in Peter sind sie schier geworden. Ich finde, meins ist nicht schier geworden. Also, was Dreizack, ist denn das? Das ist der Zeus. Was ist denn da bitte schier? Was ist denn das wirklich? Das ist der Gott. Das ist der Gott, oder was? Man darf Gott nicht meinen. Warum darf man Gott nicht meinen? Das steht überall, dass man das nicht darf. Hast du schon mal ein Gottes Abbild in der Kirche? Nicht jetzt, dass ich jeden Tag hingehe, oder? Ja, aber nicht, wirklich nicht. Aber ich weiß, dass das nicht so wohl ja auch. Nur eine Hand hat man immer angebildet. Und das war schon sehr frevelhaft. Warum darf ich es nicht derben? Ich weiß nicht, warum es nicht derben ist. Warum soll ich mir das halten? Das ist ja wieder Schwachsinn. Das stimmt auch. Ja. Ich bin ein Rebell gegen das. Das hat nichts mit Rebellentum zu tun, das ist nicht so. Nein, ich glaube, wir sind fertig. Ich bin noch nicht fertig. Also, ich glaube, es wird immer besser. Weil alles, was ich mache, nimmt dem Ganzen die Kraft. Weißt du, was ich meine? Man muss auch wissen, wo es eigentlich hat. Man muss ja, man kann sich übermeinern. Das ist, ich schaue drauf und denke mir, es ist perfekt. Ich muss wieder essen.